Eine blutverschmierte Hand, die nie im Skript stand. Blutspritzende Kondome und ein zerstörtes Weltkulturerbe. Dies und mehr in meinem Video 10 Dinge, die ihr noch nicht über die Filme von Quentin Tarantino wusstet. Los geht's! Erstens, alle Tarantino-Filme spielen im selben Universum. Es ist eine von Tarantino selbst bestätigte Fantheorie, dass alle seine Filme im selben Universum spielen. Dies erkennt man zum Beispiel daran, dass in verschiedenen Filmen dieselben fiktiven Marken vorkommen. Zum Beispiel Red Apple Zigaretten, Big Kahuna Burger oder Teriyaki Donuts. Zweitens, Vincent Vega aus Pulp Fiction und Mr. Blonde aus Reservoir Dogs sind Brüder. Auch dies war zunächst eine Fantheorie, die Tarantino in mehreren Interviews bestätigte. Tarantino hatte sogar Pläne, einen Spin-off-Film über die Vega Brothers zu drehen. Dazu kam es bisher jedoch nicht und wird voraussichtlich auch nichts mehr werden. Drittens. In Pulp Fiction erinnern wir uns alle an die Szene, in der Vincent Vega eine Adrenalinspritze in die Brust von Mia Wallace rammt. Diese Szene wurde mit einer echten Spritze gedreht und wirklich durchgeführt. Allerdings mit einem genialen Kniff. Gedreht wurde die Szene nämlich rückwärts. Das heißt, die Spritze steckte in Uma Thurmans Brust und John Travolta zog sie raus. So konnte die Szene ohne Spezialeffekte und gleichzeitig ohne das Risiko einer schlimmen Verletzung gedreht werden. Viertens. Die ikonische Geldbörse aus Pulp Fiction mit der Aufschrift Bad Motherfucker war übrigens Tarantinos privater Geldbeutel. Tarantino kaufte ihn als Hommage an den Film Shaft, übrigens auch mit Samuel L. Jackson. Auch ich habe das getan, mit der gleichen Begründung, versteht sich. Fünftens. Tausende Liter Blut wurden für den Film Kill Bill verwendet. Dieser Film ist einer der blutigsten Filme aller Zeiten gewesen. Es wurden etwa 1700 Liter Fake Blood für beide Kill Bill Teile verwendet. Um seinen Film den nötigen Martial Arts Look zu geben, hielt Tarantino sich so gut wie möglich an die Methoden des 80er und 90er Hongkong-Kinos. Zum Beispiel benutzte er für spritzendes Blut Kondome, die mit dem Fake Blood befüllt waren. Sechstens. Im finalen Kampf des ersten Kill Bills sagt Oren Ishii auf Japanisch: Ich hoffe nur, du hast deine Kräfte geschont, denn falls nicht, wirst du keine 5 Minuten überstehen. Vom Beginn der Musik bis zum tödlichen Stoß sind es genau 4 Minuten und 59 Sekunden. On point. Siebtens. In Django Unchained hat der Darsteller, der in den originalen Italo-Western-Filmen die Rolle des Django verkörpert hat, einen Cameo-Auftritt. Es handelt sich hierbei um Franco Nero. Er fragt unseren Protagonisten, gespielt von Jamie Foxx, an der Bar nach seinem Namen und bittet ihn schließlich, ihn zu buchstabieren. Jamie Foxx antwortet daraufhin D-J-A-N-G-O. Das D ist stumm, ich weiß. Alles in allem ein toller Cameo. Achtens. Wegen dieser Szene aus Django Unchained ist Leonardo DiCaprio einer der besten Schauspieler aller Zeiten. In einer sehr intensiven Szene kommt Leonardos Charakter dem Protagonisten auf die Schliche und entlarvt sie als Betrüger. Leonardo DiCaprio schlägt wutentbrannt auf den Tisch ein und schreit die Betrüger mit geballter Faust an. Dabei verfärbt sich diese Faust sehr schnell blutrot. Jetzt kommt's. Dieses Blut war echt. Leonardo DiCaprio hat bei diesem Take versehentlich in ein Schottglas geschlagen und sich eine üble Schnittwunde am Handballen zugezogen. Jedoch blieb er in seiner Rolle und spielte die Szene bis zum Ende durch. Immer wieder begutachtet er dabei seine Wunde, ohne aus der Rolle zu fallen. Ein geniales Beispiel für brillantes Schauspiel, das Tarantino selbst als unglaublich beeindruckend bezeichnete. DiCaprio hätte meiner Meinung nach eher eine Oscar-Nominierung für seine Performance in Django verdient gehabt. Neuntens. Bevor die Dreharbeiten zu The Hateful Eight begonnen haben, wurde das Drehbuch im Internet geleakt. Daraufhin beschloss Tarantino, das Projekt abzublasen und das Skript als Buch zu veröffentlichen. Bei einer Probelesung zeigte sich das komplette Team jedoch derart begeistert von der Story, dass sie den Film unbedingt drehen wollten. Samuel L. Jackson gelang es schließlich, Tarantino davon zu überzeugen, den Film doch zu drehen. Und zehntens, die Zerstörung eines echten Kunstschatzes. Im Film The Hateful Eight gibt es eine Szene, in der Kurt Russell eine Gitarre in ihre Einzelteile zerlegt. Die Schauspielerin Jennifer Jason Leigh ist in der Szene extrem schockiert und schreit laut auf. Sie wusste nämlich etwas, das Kurt Russell offensichtlich nicht wusste. Diese Gitarre war 145 Jahre alt. Sie war eine Leihgabe eines Musikmuseums und sollte vor der Zerstörung eigentlich ausgetauscht werden. Kurt Russell hatte davon keine Ahnung, handelte entsprechend und zerstörte so unfreiwillig ein unbezahlbares und unersetzliches Artefakt. Das Museum war natürlich alles andere als begeistert und entschloss sich, nie wieder eins ihrer Ausstellungsstücke zu verleihen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Video und konntet euer Fun-Fact-Wissen erweitern. Wenn es euch gefallen hat und ihr gerne noch mehr sehen würdet, lasst mir doch gerne ein Like und Kommentar da und abonniert meinen Kanal. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!